Ein herzliches Willkommen zurück bei Alan Wake, dem Remastered, und ich schalte wieder um. Ihr wisst. Ja, steht hier mittlerweile verfehlt noch offen. Okay, danke, dass ich es lesen durfte. Ja, ich bin schon mal ins Auto gestiegen. Das war ja unser letzter Checkpoint. Ich war noch mal hier hinten. Ich habe tatsächlich noch eine Thermoskanne gefunden. So, und ob ich jetzt mit dem Auto hier durchkomme. Boah, diese Kamera ist furchtbar. Wieso kriege ich ein Auto, wenn ich da nicht lang fahren darf? Oh mein Gott. Jetzt steigt er dort aus. Na, ich komme wirklich nicht durch. Ich dachte, ich probiere es mal. Aber oh, was soll's. Ja. Munition habe ich. Oh, ich habe noch zwei Schuss. Habe ich. Oh, hier habe ich auch nichts mehr. Ach du liebe Zeit. Das kommt davon. Ich bin ja zurückgelaufen. Ich bin zurückgelaufen und mein Fehler war. Dass ich. Ah, jetzt bin ich zum ersten Mal fast ohne Munition hier unterwegs. Das gibt es doch nicht. Da muss doch irgendwas zu finden sein. Und das Auto darf ich komischerweise nicht einsteigen, ja. Das ist seltsam, ja. Hier auch nicht. Oh! Was ist denn das schon wieder? Meine Güte, da habe ich noch nicht mal angefangen, da kommt gleich wieder eine ab. Null Schuss. Null Schuss und fast tot. Das ist doch wohl ein Witz. Ich weiß, ich bin da auch selbst dran schuld. Alter, was ist denn jetzt los? Was ist los? Nein! Ach, Kruzifix nochmal! Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht sterben. Ah. Och, Leute. Na gut, jetzt habe ich wieder meine komplette Munition.
kommen aber auch viele hier in der. Mal von hinten irgendjemand. Ach nein, ich laufe jetzt wieder zurück. Ach Mann, nee, ich verliere total die Orientierung. Auch nicht. Nicht nachladen. Mann. Darf doch nicht wahr sein. Oh, jetzt muss ich was lesen. Der Grund des Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines Flugwracks dort. Bäume wurden vor den Einschlägen zerfetzt, die Erde stöhnte. Das fiel ihm gar nicht auf. Ah, diese Ruhe, das ist immer schön. Ja, wie schon gesagt, ich habe die Munition verloren, wo ich zurückgegangen bin. Naja, ich höre es schon am Geräusch. Wenn ich jetzt zurücklaufen würde, würde das alles wieder Ausmaß annehmen. Und da gab es, glaube ich, auch nichts mehr davon zu finden, wirklich. Also. Immer die Frage, ja, was könnte man vergessen? Liegen lassen, ja, ob da irgendeine Seide oder irgendwas irgendwo ist. Ich fahre mal hier lang jetzt. Ich glaube, das ist eh der falsche Weg. Oh, Leute, es ist zwar der falsche Weg, aber machen wir das Auto schneller zu, ey. So habe ich auch noch nicht gesehen, wie jemand. So langsam. Na, das ist ja wieder weit entfernt. Barry würde Sarah nicht erschießen, das wussten beide. Sobald sie keine Chance mehr hatte, Wake einzuholen, gab er ihr die Waffe, setzte sich auf den Boden und schirmte sein Gesicht vor dem unerbittlichen Schein des hellen Raumes ab. Ich glaube nicht, dass ich ihn je wiedersehe, sagte er leise. Sarah konnte nicht auf ihn wütend sein. Und er hatte vermutlich recht. Naja. Zumindest. Zumindest was das angeht, habe ich jetzt mal in der Gegend hier nichts verpasst. Keine Seite vergessen. Oh, alles klar. Geht nach oben.
Noch nicht, natürlich. Lass mal hier umschauen. Halt, hier war was zum... Alle Besucher müssen sich beim Manager melden. Sie müssen einen Haftungsverzicht unterzeichnen, bevor sie das Gelände betreten. Wenn sie einen bestimmten Teil suchen, fragen sie danach. Zur Selbstentnahme ist eigenes Werkzeug mitzubringen. Tragen sie Schutzkleidung. Warnung, Schrott. Schrotthaufen können verrutschen. Ja, Gefahrenzone. Das sind ja auch diese Dinge, die ich finde. Ja, solche. Ich hab's schon gehört. Ich hab es schon gehört. Schnell nachgeladen, ja. Das ist auch selten. Eine Thermoskanne. Ich hoffe, die ist ja wirklich gespeichert, wenn ich habe. Ich nehme am liebsten nehme ich ja wirklich die Pistole. Desto mehr Munition man einsammelt, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass... ...das Gegner auftauchen. Ich hab doch hier was gehört. Hier läuft doch jemand. Das sind nicht meine Schritte. Ach, natürlich. Du sollst sie umschießen. Aber geht's dir noch ganz gesund oder was? Was soll ich hier einsammeln? Egal. So, gelber Pfeil nicht vergessen. Wir könnten hier auch noch sonst noch was finden. Gelbe Pfeil weist natürlich auf die Kiste hin, die ich hier finden kann. Oh, ey, komm! Alter! Ist es denn auch mal... Ich bin hier im Dauerstress. Ach komm, egal, ich habe hier keine Kiste gefunden jetzt. Ich weiß, Munition ist wichtig. Ich ahne hier was. Oh oh. Muss ich mal sehen, ich muss hier irgendwie durchkommen.
Und es gibt wieder ordentlich einzusammeln. Das ist natürlich. Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten, Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Ich meine, wo geht's denn mal nicht runter? Oh, man hat hier wirklich drauf geachtet, dass auch das nicht funktioniert. Ihr habt's gesehen, ich muss da unten hin. Na, was denn jetzt? Ich hab doch was geschmissen. Oh, hab ich nichts geschmissen. Ah, das ist natürlich in Zeitlupe, wie das hochgeht. Wie immer. Wie immer. Ah, meins ist wirklich kaputt. Ich glaube, weil mein Fahrzeug ist ziemlich kaputt. So, noch irgendwas, was ich ja vergessen könnte. Nein. Ich habe eh was vergessen, das ist ja logisch. Zum Cauldron Lake, genau, ich habe mich jetzt gerade gefragt. Überhaupt hin. Zum Cauldron Lake gelangen, ja, das ist auch so ein Unterfangen, ja. Ich denke, muss ja schon nichts mehr da sein. Kruzifix. Ja. Gott, ist der langsam. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Das stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ja. Eine Menge Dinge, die ich noch muss. Aber ich muss auch sagen, man kommt langsam zum Ende der Sache. Der Cauldron Lake dürfte dann auch das Hauptziel sein, eigentlich. Was steht hier? Follow. Folgen. Okay. Folgen. Ja. Soll ich jetzt hier runterspringen? Okay.
Revolvermunition ist voll. Da ist ja auch eine schöne Sache. Okay, Button Smashing. Ich glaube, ich komme mit meinem Auto hier auch allgemein nicht weiter erstmal. Oh, sonst war ja hier nichts. Nein, nichts zum Lesen, aber ich höre gerne zu. Ich mag das, wie die Geschichte erzählt wird. Das ist, gefällt mir natürlich. Ja. Oh, ich ahne es. Ich habe so diese Ahnung. Diesen Berg hier hochgehe, dass es dann wieder abgeht. Aber sowas von. Ich werde es Ihnen niemals geben. Er kommt ja schon wieder und will mir was. Alle Lichter einschalten. Ah. Da bist schon. Die Teekanne, die ja, bei 100, über 100 Teekannen bin ich mir fast sicher, dass ich die niemals alles sammeln werde erstmal. Musste schon noch ein paar Durchläufe machen. Zurückgehen ist jetzt nicht. Mann, lass mich doch. Nachladen, fokussieren ist klar. Kettensägenmann muss ja auch noch mit dabei sein. Vielleicht zweimal. Konnte ausweichen, Wahnsinn. Mann, oh Mann, oh Mann. Seid ihr krank? Oh, ich hör's.
hab's richtig gehört. Da komm, geh raus, ey, du Pfeife. Echt. Ich meine, ist doch wahr, das ist ja kein Laufen, das ist ja Krampf. Oder Springen. Oder. Oh, bitte! Button Smashing, die zweite! Noch jemand? Okay. So. Ihr wisst. Der dunkle Ort, an dem ich mich wiederfand, ähnelte nicht, dass ich mir je hätte vorstellen können. Der Ort war nicht solide, er war fließend. Für jemand anderen, einen Künstler aus einem anderen Bereich, wäre er ganz anders gewesen. Ich konnte die Geschichte aus dem Manuskript überall um mich spüren. Die Worte und Ideen strömten durch die Luft, bereit, wahr zu werden. Ja, schön. Und das dritte Mal. So. Jetzt sind wir hier raus. Oh, ey. Dich nehme ich noch mit bis zum nächsten Speicherpunkt. So, wir sind hier raus. Wir sind immer noch nicht beim Cauldron Lake. Und an der Stelle beende ich wieder mal. Und hoffe, ihr wart bis hierher dabei. Dafür vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Alan Wake und hoffentlich bald am Cauldron Lake. Bis dann, ich bin weg. Tschüss.